Die beschützenden Dinge. Das ist eine Lehrrede aus der angereihten Sammlung, 10er Buch, 17. Lehre. Das ist eine Ansprache des Erwachten, die sich eigentlich an Ordinierte, an Mönche und Nonnen richtet, aber die für uns genauso gültig und wertvoll ist. Ich habe den Text ein bisschen angepasst für unsere Bedürfnisse, weil ich mir auch die allgemeineren Gesichtspunkte hervorheben will. Der erste Satz: Mögt ihr beschützt leben, nicht unbeschützt. Ohne Schutz lebt man elend. Wo es hier heißt elend, steht im Pali Dukkha. Also ohne Schutz lebt man leidvoll, voller Leiden. Das ist also eine Empfehlung des Erwachten, Sanatha zu leben, mit Natha. Ich will keinen Pali-Unterricht machen, ich erwähne das Wort nur, weil wir es im Grunde aus einer anderen Ecke alle kennen, nämlich von Anatha Pindika. Anatha Pindika ist ja kein persönlicher Name, sondern so eine Art Ehrenname und heißt der Beschützer der Unbeschützten. Also er war der, der Waisen und Unbeschützte gespeist hat. Und deshalb können wir vielleicht uns leicht merken, dass Natha Schutz bedeutet oder Beschützer. Und damit sind wir ja mitten im Thema. Und was der Erwachte empfiehlt, ich wiederhole es einfach nochmal, beschützt zu leben. Das heißt, Vorkehrungen zu treffen im eigenen Leben, dass man vor Bedrohungen geschützt ist, dass man Abwehr hat gegen Gefahren, dass man Mittel und Wege findet, um Unsicherheiten des Lebens aus dem Weg zu gehen und von unguten, schmerzhaften und schädigenden Ereignissen geschämt zu sein. Das ist uns an sich sozusagen aus dem Alltag gar nicht unbekannt. Und ich würde sagen, unser Alltag besteht zu einem großen Teil darin, uns vor irgendetwas zu schützen. Ja? Also wenn wir im Fenster rausgucken und da sind dunkle Wolken, dann nehmen wir einen Schirm, um uns vorm Nasswerden zu schützen. Und wenn es Winter ist, dann nehmen wir Vitamine, weil wir einen Schutz brauchen vor Erkältung, Krankheit etc. Diese Wohnung ist nichts anderes als ein Schutz vor Beeinträchtigung des Körpers. Und da kann man eine ganze Menge von Dingen noch aufzählen, alles was man mit Geld und Gut vor allen Dingen machen kann, dient zum großen Teil dazu, dass man sich vor Unannehmlichkeiten bewahrt. Nicht, man baut Schlösser ein, dass keiner einbricht. In Amerika hängt man sich neuerdings Maschinenpistolen um, damit man geschützt ist vor irgendjemandem, der einem was tun will. So weit geht das. Der Buddha hat im Grunde gar nichts dagegen, wenn es nicht so unsinnige Dinge sind. Er hat nur sozusagen ergänzende Vorschläge, indem er sich fragt oder uns fragt, reicht denn diese Art von Schutz aus oder gibt es nicht andere beschützende Dinge? Neumann sagt übrigens schutzverleihende Dinge, was noch irgendwie schöner klingt. Gibt es nicht noch etwas anderes in unserem Leben, was wichtiger und bedeutsamer ist? Zur Erinnerung nochmal, wenn man sich als Buddhistin oder als Buddhist empfindet, ist ja Schutzsuche geradezu etwas Fundamentales. Denn ein Buddhist oder eine Buddhistin ist man ja nur, wenn man Zuflucht nimmt. Und was ist denn Zuflucht nehmen anderes als Schutz suchen, aber in einer anderen Dimension, als man das normalerweise tut, nämlich in Richtung Buddha, Dhamma, Sangha. Das sind die drei, wir nennen sie immer Kleinodien oder Kostbarkeiten, die hier mal unter der Perspektive des Schutzes gesehen werden. Und was jetzt folgt in dieser Lehrrede, ist jetzt gar nichts sensationell Neues, sondern es wird da einfach das mal anschaulich gemacht. Es wird an Beispielen mal konkreter gezeigt, wie dieser Schutz aussehen kann. Wichtig ist, zur Kenntnis zu nehmen, dass diese 10 Dinge, um die es gleich geht, eben gar keine Dinge sind, keine Gegenstände sind, nichts Materielles darstellen,
sondern im Kern nichts anderes ist als eine Einstellung, Verhaltensweisen, sozusagen etwas, was wir als innere Haltung an den Tag legen. Es gibt, geht es in unserem Text weiter, 10 beschützende Dinge. Welches sind sie? Ich lese sie mal vor, dass man den Überblick mal schnell hat. Moralisches Verhalten, Erfahrung, Freundschaft, Ansprechbarkeit, Pflichtbewusstsein, Liebe zur Lehre, Willenskraft, Zufriedenheit, Achtsamkeit, Weisheit. Das sind sie schon. Und wenn wir diese Liste mal vor unserem Geist vorüberziehen lassen, merken wir schnell, dass das eine Mischung ist von eher grundlegenden Dingen und von mehr ergänzenden, ja, mehr zusätzlichen Aspekten. Am Anfang steht Ethik, Sila, taucht immer und immer wieder in der Lehre auf. Und damit beginnt es mit einem richtigen Schwergewicht. Und es endet mit einem weiteren Schwergewicht, Panya, Weisheit. Und was dazwischen ist, sind Details, die das eine oder andere noch näher beleuchten oder begründen und Zusammenhänge aufweisen. Wie gesagt, diese 10, wenn man sie so sich vor Augen führt, da fragt man ja, was ist das Besondere dabei? Wo ist das Neue? Ist nichts Neues dabei. Was neu ist, ist die Perspektive, mit der man die Dinge betrachtet. Nämlich die Perspektive der schutzverleihenden Rolle. Und wenn man andere Lehrreden anschaut, wird man feststellen, dass die 10 woanders genauso nochmal auftauchen, aber eben unter einer anderen Perspektive. Dort werden sie als wertzuhaltende Dinge bezeichnet oder als zu beachtende Dinge. Und da steckt schon ein System dahinter, dass der Buddha versucht, uns nicht nur einzelne Phänomene immer vorzuführen oder ja, zu präsentieren, sondern immer mit uns auch auffordert, die aus verschiedenen Blickweisen zu sehen, um die Zusammenhänge zu erkennen, die zwischen diesen einzelnen Dingen passieren oder einfach vorhanden sind. Und worauf er jetzt Wert legt, ist, ja, guckt euch an, wovor euch diese 10 Dinge bewahren. Nummer 1. Da ist jemand sittenrein, ist vollkommen im Wandel und im Umgang und vor dem kleinsten Vergehen zurückschreckend schult er sich in den Übungsregeln, die er auf sich genommen hat. Die Sache, die er bezeichnet ist, ist Tugend. Silava ist hier der Pali-Ausdruck und meint, was wir von anderen Darstellungen kennen, dass jemand dem ethischen Verhalten sich verpflichtet fühlt. Ethisches Verhalten hat ja mit dem Umgang mit anderen Menschen zu tun und berührt in erster Linie den Tatbereich, also da, wo wir agieren, wo wir in Gesellschaft, in Gemeinschaft mit anderen umgehen. Und Silava heißt im Grunde, die 5 uns bekannten Silas einzuhalten. Oder wenn man mehr einhalten will, 10 Sila. Oder wenn man Mönch und Nonne ist, die 227 Ordensregeln, wenn man die Pech hat, Frau zu sein, dann noch 300 sowas Regeln. Ja, das ist Sila. Und eine Kleinigkeit sollte man dem Text nur entnehmen. Da heißt es nämlich, man soll die Dinge genau nehmen. Ja, nicht so grob, ja, wird schon passen, wird schon richtig sein, sondern soll auch bei seinem Handeln hingucken. Ist das jetzt in Übereinstimmung mit den Silas oder eher nicht? Ja, oder wo sind Grenzbereiche, wo muss ich genauer aufpassen? So, was ist jetzt die Schutzfunktion? Denn oft hat man den Eindruck, na, Silas, das heißt, du darfst nicht, du sollst nicht, du wirst irgendwie eingeschränkt. Ich würde ja gern, aber ich darf nicht. Sila als Begrenzung meiner Möglichkeiten, meines Willens etc. Aber tatsächlich bedeutet das Einhalten der Sila, der selbstgesetzten Grenze, von viel Drangsal befreit zu sein, die sonst über einen kommt nämlich.
Das Erste, wovon man befreit ist oder wovor man geschützt ist, ist der große Bereich der Selbstvorwürfe des Gewissensdruckes. Ja. Wer die Silas einhält, kann morgens in den Spiegel gucken und hat das Gefühl, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und der Buddha gibt ja das Beispiel, wie es anders ist, wenn jemand sozusagen diese allgemeinen Verhaltensregeln nicht beachtet, dass das Schatten legt über sein eigenes Gemüt, über sein eigenes Empfinden. Und er sagt, wenn jemand alleine ist, dann kommen diese Fehltritte sozusagen wie der Schatten überein, so wie der Schatten über das Gebirge zieht, wenn es Abend wird. So kommen die Schatten überein, wenn man mal zur Ruhe kommt, wenn man mit sich selbst konfrontiert ist. Und das Einhalten der Sila schützt davor, dass man sich selbst Vorwürfe machen muss und dass das Gemüt von Reue belastet ist. Wovor man auch beschützt ist, ist der Tadel vor anderen. Denn wenn das Verhalten nicht so ist, wie das allgemein sozial verträglich ist, dann hat man natürlich immer auch sozusagen die Spiegelung der Nächsten, nicht? Sei das die Gesellschaft, sei das so der Umgang, der unmittelbare Umgang mit anderen Menschen, da kriegt man einiges zu hören. Und das Weitergehende, eigentlich das Entscheidende ist, ja, dass die Einhaltung des Silas oder Nicht-Einhaltung ja auch Fernwirkung hat. Das wird immer an dritter Stelle genannt, dass die Einhaltung der Sila uns davor beschützt, sozusagen in unserer Existenz mehr auf dem Abweg zu sein. Nicht? Vielleicht kann man sich im Moment in der Situation retten, aber langfristig gesehen heißt, ethische Standards einhalten, immer auf dem sicheren Weg zu sein, auch ein bestimmtes Niveau in unserer Existenz zu halten. Und dafür gibt der Buddha an anderer Stelle, nicht in unserer Lehrrede, aber an anderer Stelle einen sehr schönen Vergleich. Er sagt, 5 Gaben, große Gaben gibt es. Welche 5? Da hat der ernsthafte Anhänger das Töten aufgegeben. Er enthält sich ganz des Tötens. Indem er sich des Tötens enthält, gewährt er unnennbar vielen Wesen die Freiheit vor Furcht, vor Feindseligkeit und Bedrängnis. Und indem er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis gewährt, wird ihm selbst unnennbare Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis zuteil. Und so geht es noch weiter für die anderen 4 Silas auch. Also andere beschützen vor meiner Willkür, bedeutet Schutz zu finden vor der Willkür der Welt, die irgendwann mal an mich herantritt. Zweitens, ferner ist jemand wissensreich. Er ist ein Bewahrer des Wissens und hat sich große Kenntnisse angesammelt. Und da sind in Pali 3 interessante Begriffe, die das näher erläutern, in Pali besser erkennbar als im Deutsch. Der Betreffende ist nämlich Bahusutta. Wörtlich heißt es, er hat viel gehört, viel Input gehabt. Und so des Buddha Zeiten war das der einzige Weg, sozusagen etwas zu erfahren, nämlich über das Hören. Lange Zeit war das bei uns eher über das Lesen. Dann war man ein Belesener. Aber mittlerweile ist es auch im Buddhistischen so, dass man wieder mehr hört. Seien das Vorträge, die zur Verfügung stehen, oder seien das Hörbücher oder was auch immer. Also hat einer viel gehört. Und er ist Suttadhara. Er ist Träger des Gehörten. Nicht? Es gibt ja Menschen, die hören viel, links rein, rechts raus. Und hier wird gesagt, das, was man gehört hat, muss man sozusagen auch bei sich behalten. Man muss der Träger sein, man muss in der Lage sein, das Gehörte auch zu bewahren und darüber zu verfügen, wenn man es braucht. Und das Dritte, er ist Susanichayo. Heißt, er hat viel Wissen angehäuft. Wobei es da gar nicht so sehr um das Quantitative geht, es gar nicht um die Menge allein, sondern dieses Anhäufen bedeutet innere Auseinandersetzung damit.
nicht nur irgendwas auswendig lernen, nicht nur etwas nacherzählen können, sondern es geistig selbst durchdringen, es sich im wahrsten Sinne des Wortes anzueignen und vor allen Dingen dadurch anzueignen, dass man das im eigenen Leben wiederentdeckt. Dass man die Gesetzmäßigkeiten, über die der Buddha spricht, im Leben auch sieht und merkt, ja, da ist es tatsächlich. Und nicht nur sich auf Bücherwissen verlässt. Jetzt gibt es zwei kleine Einschränkungen, zwei Abers. Das eine Aber, es geht nicht um irgendwelches Wissen. Ja? Also es geht nicht darum, dass man mehr Uni-Diplome hat als ein anderer oder mehr Kurse und Zeugnisse vorzuweisen hat als andere. Es geht hier natürlich im Kern um das Dhamma. Es geht nicht um Wissen an sich, sondern es geht um das Wissen, das unsere Existenz durchschaut und das in der Lage ist, auch diese Wahnstrukturen, in denen wir uns befinden, aufzulösen. Also das auflösende Wissen, um das es geht. Und das eine habe ich schon gesagt, das zweite aber, ich will es aber nochmal wiederholen, selbst verstanden, durchdringen, nicht einfach nur auswendig gelernt nach der Papageienart, das habe ich gehört, das kann ich reproduzieren. So, wo ist die Schutzfunktion? Wir wissen ja alle, dass Unwissen die wesentliche Ursache von Dukkha ist, von Leiden. Und wenn Wissen vorhanden ist, hat man natürlich dadurch den besten Schutz vor Dukkha. Weil wer Weisheit besitzt, wer die Dinge versteht, wer weiß, wie der Hase läuft, der wird sich in seinem Leben die richtigen Ziele setzen und er wird vor allen Dingen auch die wichtigen und richtigen Arten und Weisen herausfinden, wie er entsprechend praktisch vorzugehen hat. Wissen schützt also vor Abwägen und vor falschen Vorgehensweisen. Ich habe eben schon die eigene Erfahrung betont. Sutta heißt ja auch Erfahrung. Die eigene Erfahrung, vor was schützt die? Ja, vor unqualifizierten Einflüsterungen von anderen. Wenn ich selbst weiß, um was es geht, kann mir keiner sagen, wo ich hinlaufen soll. Wenn ich orientierungslos bin, da nehme ich das auf, das Erste auf, was mir ein anderer sagt, der wird es schon wissen, dann mache ich auch so. Und das gewährt hier einfach mehr Selbstständigkeit. Und der letzte Punkt, der hier im Text mitgeschwungen hat, ist, dass das Wissen ja vielfältig ist. Das hat einen großen Vorteil, weil unser Leben ja auch vielfältig und komplex ist. Wo die Probleme vielfältig sind, ist es gut, wenn ich auch vielfältige Instrumente habe, mit der Lebenssituation entsprechend umzugehen. Und im Anguttara Nikaya gibt es dafür auch ein Gleichnis, das Gleichnis von der Festung. Das haben wir, glaube ich, sogar mal hier oder in Frankfurt besprochen. Und da heißt es, nur um den einen Satz zu erwähnen, gleich wie in der königlichen Grenzfestung viele Waffen aufgestapelt sind, wie Geschosse und Tragwaffen, so ist der edle Jünger wissensreich. Also Geschosse, dass man auch das Unheil schon abwehren kann, wenn es ganz weit ist. Und Waffen, die man in der Hand trägt, um das Unheil dann auch abzuwehren, wenn es schon sozusagen hinter der Haustür ist, wenn es mir schon vor den Füßen steht. Da hat ferner, und das ist das Dritte heute Abend, da hat ferner jemand einen edlen Freund, einen edlen Gefährten, einen edlen Genossen. Stichwort Freundschaft, offensichtlich. Aber auch da brauche ich nicht besonders zu erwähnen, nicht jede Freundschaft, also nicht der Kegelclub ist daher gemeint oder der Fußballverein oder der Gesangsverein oder sonst was, obwohl man das alles haben kann. Aber das ist nicht die Gemeinschaft, der Freund, auf den es in diesem Zusammenhang ankommt. In Pali ist da nämlich vom Kalyana-Mitta gesprochen oder Kalyana-Mitto. Kalyana heißt zunächst mal nur gut und trefflich, aber im tieferen Sinne auch heilbringend. Und da sehen wir natürlich den Unterschied, ob ich in einer Freundschaft bin, die mir über den Tag hinweg hilft, über ja, mein Leben und seine Probleme des Alltags hinwegbringt, oder ob ich in einer Gemeinschaft, in einer freundschaftlichen Beziehung
bin, in denen auch sowas wie die Heilsdimension oder tiefere Wahrheiten auftauchen. Vor was schützt das? Kann man daraus gut ableiten. Wenn man alleine ist, ist man ein Stück weit gefangen. Nämlich in seinem eigenen Denken, in seiner eigenen Begrenztheit, in der eigenen unausgereiften Art und Weise, die Dinge zu sehen und zu handhaben. Wenn man in einer Freundschaftsbeziehung ist, hat man immer ein Pendant, das einmal sagt, jetzt bist du aber sehr einseitig, guck auch da mal hin, beachte auch das mal, ja, sieh das mal aus einer anderen Perspektive. Also Freundschaft öffnet für andere Dimensionen. Freundschaft hat auch den guten Charakter, in emotionalen Nöten uns zu helfen. Man ist ja nicht immer gleich gut drauf, aber wenn ich heute gut drauf bin, ist Marion schlecht drauf, dann kann ich im Zweifel ihr helfen. Oder wenn sie gut drauf ist und mir geht es nicht so gut, ist immer einer da, der ein bisschen mehr eine andere Energie reinbringt, der ein bisschen aus der Schieflage des Lebens befreien kann. Gemeinschaft, Freundschaft hat auch den Hintergrund, dass sie unterstützend wirkt, wenn man in seinem eigenen Eifer nachlässt. Nicht? Das weiß jeder, der irgendwo hingeht, sei es zum Muskeltraining, sei es zum Flötenüben irgendwo. Ach, heute habe ich keine Lust, heute geht es mir nicht so gut. Wenn da einer ist, der sagt, heute ist Termin, komm, wir gehen, ist es immer leichter, als wenn man selbstpersönlich die Energie immer wieder neu aufbringen muss. Ausführlich ist übrigens, wer das noch mal ein bisschen näher sich betrachten will, in der D31 über die Freundschaft die Rede. Das ist in Galakurs Ermahnung, wo jede Menge von Freundschaftsbeziehungen oder Freundschaften da gute und schlechte bezeichnet sind. Ich will hier nur ein Beispiel erwähnen als Exempel, der Freund als Deuter des Heils. Dort heißt es nämlich, vier Fälle sind es, in denen der Heilserklärer als wahrer Freund zu merken ist. Von Schlechtem hält er zurück, zum Guten lenkt er hin, Unbekanntes erklärt er und die himmlische Fährte zeigt er. Also da ist so ein bisschen die Bandbreite angedeutet, in der sich das bewegt, was ich eben sagen wollte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ferner ist jemand der Belehrung zugänglich. Er besitzt Eigenschaften, die ihn belehrbar machen. Er ist willfährig und schenkt den Unterweisungen die rechte Achtung. Stichwort Ansprechbarkeit zu Vatscha im Pali. Das heißt, erstmal offen sein für Neues. Nicht schon mal dicht machen, nicht? Nicht schon mal meinen, man wüsste alles, man kann schon alles, man hat schon alles selbst probiert, sondern das Ohr aufmachen für etwas, was von außen kommen kann. Und einer der wichtigsten Punkte, das steckt in diesem Pali-Wort drin, dass man auch sich Kritik anhört. Ich meine, man ist ja offen schon mit seinem Ohr für alles. Nur wenn einer sagt, also hör mal, das und das ist nicht so gut gelaufen oder da hast du eine Eigenschaft, die passt dir, passt mir nicht so, guck da mal hin. Da sind wir sofort in Verteidigungsposition, sofort in Abwehrposition. Marion guckt mich an, die hat da Erfahrung drin. Und da ist gesagt, ja, Suvacha sich ansprechen lassen und das ist ja auch eine Art von Schutz, weil man dann die Mängel, die man hat, erstmal selbst erkennt oder akzeptieren kann, um entsprechend darüber hinaus zu wachsen. Und damit zusammen ist noch genannt eine dritte Eigenschaft, die auch ganz praktisch ist, wenn man die Dinge schnell begreift. Wenn so zwei, drei Worte gefallen sind, man weiß, ja, ja, gut, habe ich verstanden, ich werde mich bemühen, so ungefähr. Ganz anders, wenn man einfach einen dumpfen, plumpen Geist hat, in den sowas gar nicht hineingeht. Schutzfunktion ist hier, finde ich, sehr interessant, weil sie uns in einem gewissen Sinne vor uns selbst schützt.
nämlich vor der eigenen Borniertheit, nicht? Vor dem eigenen Dünkel der Überheblichkeit, ich bin eh der Größte, was willst du mir noch sagen, was willst du mir noch beibringen? Und damit ist auch ein Stück weit ein Schutz gegeben vor innerer Erstarrung. Wenn man alles schon weiß, wenn man alles schon kann, wenn man alles schon immer besser gemacht hat, dann hat man weder einen Anreiz noch eine Möglichkeit, sich selbst auch zu verändern, in eine Wachstumszone hineinzukommen. Das heißt, diese Art von Ansprechbarkeit beseitigt die Hindernisse von dem eigenen Entwicklungspotenzial, das man mitbringt. Und in der 8. Lehre der mittleren Sammlung wird es nochmal auf den Punkt gebracht. Dort heißt es, wenn ein empfindlicher Mensch die Empfindlichkeit durch Einübung in Zugeben von Fehlern und Ansprechbarkeit auf eigenes falsches Verhalten überwindet, dann kann er zur Triebversiegung gelangen. Das heißt doch was. Ja, das heißt nicht, naja, dann kriegst du halt so ein bisschen Charakterschwächen los, sondern es heißt, dass das eine Grundeigenschaft ist, von außen das aufnehmen zu können, was uns bis zum letzten Ziel führen kann. Nummer 5. Ferner ist jemand tüchtig und eifrig in all den großen und kleinen Pflichten gegenüber seinen Ordensbrüdern. Er versteht sich auf rechte Weise zu handeln und anzuordnen. Was hat es damit auf sich? Ich habe das Stichwort mal Pflichtbewusstsein genannt. Und das ist wieder etwas, was den Umgang mit anderen Menschen angeht, also den sozialen Bereich, das soziale Umfeld anspricht. Hier speziell ist die Ordensgemeinschaft genannt, aber das gilt für jede soziale Beziehung, für jeden der gesellschaftlichen Bereich. Und gemeint ist, dass man dort die Aufgaben, die einem übertragen worden sind, dass man die ordnungsgemäß erfüllt. Oder das, was einfach gemacht werden muss, die Notwendigkeiten des Alltags, dass man die auch erfüllt. Ein spezieller Aspekt ist Verlässlichkeit, nicht? Dass man sowohl im Umfang dessen, was passiert, also in Zeit und in der Abfolge das so macht, wie es erwartet ist, wie es notwendig ist. Dass man schließlich auch sowas hat wie einen Blick für das, was gemacht werden muss. Ja? Also manche Dinge sieht man einfach nicht, dass sie erledigt werden müssen. Und es ist gut, wenn man einen Blick hat für das, was getan werden muss. Und wenn man darüber hinaus auch noch weiß, wie macht man es denn am besten. So, Schutzfunktion, die ist interessant, aber vielleicht gar nicht so leicht zu erkennen. Der Hintergrund ist, dass wir alle abhängig sind in unseren Erfordernissen von einer Umgebung, die funktioniert und die gewährend ist. Die uns also das gibt, was wir brauchen und dann gibt, wann wir es brauchen und in dem Umfang gibt, wie wir es brauchen. Und das funktioniert eben nur, wenn wir umgekehrt auch das geben, was die Gemeinschaft braucht. Weil Wirken und Erleben, das haben wir so oft schon besprochen, korrespondieren ja miteinander. Wenn ich selbst nicht verlässlich bin, wird die Umwelt auch nicht verlässlich sein. Denn das, was die Umwelt zurückspiegelt, sind ja nur die verschiedenen Modulationen dessen, was ich sozusagen immer wieder gemacht habe. Und da gibt es Menschen, bei denen funktioniert das Auto, wenn sie es brauchen. Und bei anderen ist es dauernd irgendwie kaputt. Ja? Oder der neue Kühlschrank ist nach 3 Tagen hin und bei anderen läuft er nach 15 Jahren noch. Oder die Post kommt pünktlich und beim anderen geht die Briefsendung verloren, die er dringend braucht. Und last not least gilt das ja auch für unseren Körper, nicht? Ist der verlässlich? Kann ich darauf mich verlassen, dass ich morgen einkaufen gehen kann oder einen Vortrag halten kann oder kann ich mich nicht darauf verlassen? Schwierig. Und das ist, was in diesem Pflichtbewusstsein mit drinsteckt, obwohl das Wort halt ein bisschen eng ist in der Bedeutung. Man muss die Weiterung entsprechend mitdenken. Wenn ich das Richtige zur richtigen Zeit tue, wird die Welt sozusagen das Richtige für mich tun, und zwar dann, wenn ich es brauche. Und jetzt will ich mal einen kleinen Zwischenstopp machen.
um ein Missverständnis oder einen falschen Eindruck zu erwecken. Man könnte nämlich denken, naja, jetzt hat er fünf Dinge vorgetragen, die ja alle irgendwie Sinn machen, die man alle nachvollziehen kann. Aber man hat den Eindruck, dass das vielleicht so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt ist. Ja? Warum gerade die fünf? Tatsächlich ist es so, dass diese Dinge in einer engeren Beziehung zueinander stehen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ich sage aber, da ist wirklich ein Gewebe von unterstützenden und sich ergänzenden Faktoren. Ich will das mal an dem Beispiel von Erfahrung und Wissen darstellen. Das war die Nummer 2, die ich vorgestellt habe. Also Wissen heißt, Kenntnis von bestimmten Dingen zu haben. Und zwar von Dingen, die nicht alltäglich sind. So, wo kommen die her? Ja, von außen, von anderen, von Gemeinschaft, von Freundschaft. Und der Buddha hat sich ja nicht nur selbst als Lehrer bezeichnet, er hat sich ja als Freund bezeichnet, als den größten Freund, den man haben kann. Von dem haben wir letztlich Wissen. So, wir haben Wissen von anderen, von einer Gemeinschaft. Und Pflichtbewusstsein ist wiederum nichts anderes, als dass man das zurückgibt, was man von dieser Gemeinschaft hat. Das korrespondiert miteinander. Und was hat es denn für einen Sinn, wenn ich die Wahrheit von anderen höre, aber selbst nicht aufnahmebereit bin, kein offenes Ohr habe, kein offenes Herz, um das auch aufzunehmen? Also ist Suvaccha die Aufnahmebereitschaft, die Ansprechbarkeit, der subjektive Anteil von dem, was außen objektiv sozusagen an Wahrheit angereicht wird. Und alle diese vier Dinge, für was sind die denn Zubringer? Für Sila. Weil Silas, das Einhalten der Sila, eben abhängig davon ist, dass das Umfeld entsprechend stimmt. Nummer 6. Er hat ferner Liebe zur Lehre, ist freundlich im Umgang und hat innige Freude an der Lehre und an der Zucht. Liebe zur Lehre. Auch da ist es interessant, den Pali-Ausdruck sich anzugucken. Da heißt es nämlich Dhamma Kamo. Wir kennen Karma. Karma ist das sinnliche Verlangen. Das Mögen, das Wollen nach Sinnenkontakten. Und hier wird gesagt, dass man auch nach Dhamma, nach der Lehre, nach der Wahrheit Verlangen haben kann. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man einen inneren Drang fühlt nach Orientierung, nach Wissen, nach Wahrheit, und wenn man sogar, wie hier in dem Text auch gesagt ist, Befriedigung oder Begeisterung erfährt, wenn man mit der Wahrheit in Kontakt ist, wenn man sie anhört. Weil das beides zeigt, welche Beziehungen wir zum Dhamma haben, welche Beziehungen wir zur Wahrheit aufgebaut haben. Nämlich, wenn das so ist, eine emotionale Nähe und auch eine gefühlsmäßige Nähe, nämlich wenn Dhamma gehört wird, wenn wir in Kontakt sind, dass eine Genugtuung, eine Befriedigung auftaucht. Und das hat natürlich auch wichtige Konsequenzen und da sind wir wieder bei der Schutzfunktion. Denn wenn ich mit Herz und Gemüt, also nicht allein Intellekt, sondern wenn ich mit meinem Inneren, von meinem Herzen her, vom Gemüt her an die Lehre angeknüpft habe, ist auch ein Stück weit eine Art von Garantie gegeben. Nämlich die Garantie, dass ich immer wieder orientiert bin auf die Inhalte des Dhamma. Ich bin immer wieder orientiert an den Wahrheiten selbst, bin dadurch, wenn man so will, automatisch konfrontiert mit dem Heilsamen und sozusagen abseits vom Unheilsamen. Wenn das so ist, wenn diese Grundbeziehung da ist, fällt es mir auch immer leichter, dann doch mich mit den weiteren Lehren, Lehrtexten etc. zu beschäftigen, das wird hier die hohe Lehre genannt. Und wenn ich diese innere Affinität habe, bin ich auch immer wieder bereit, in der Praxis weiter voranzugehen. Und das ist an einem Beispiel sehr gut nachvollziehbar, wenn man Hatako aus Alavi kennt. Vielleicht ist der euch schon mal begegnet.
Hatako war der Sohn aus eines Königshaus, ja, aus Alavi, ist dann später Mönch geworden und sogar ein Nichtwiederkehrer geworden. Und er ist eines Tages bei dem Buddha erschienen und hat sich bei ihm bedankt. Und Hatako hatte die Eigenschaften, über die ich gerade gesprochen habe, in einem sehr hohen Maße. Und er sagt von sich, in drei Dingen unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. In welchen dreien? Im Anblick des Erhabenen unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Im Anhören der guten Lehre unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Und im Aufwarten der Mönchsgemeinde unermüdlich und unersättlich bin ich gestorben. Und was daraus geworden ist, zeigt die Tatsache, dass er nicht Wiederkehrer geworden ist. Also schon sozusagen fast am Ausgang gelandet ist. Er setzt siebtens seine Willenskraft ein, und zwar zur Überwindung der unheilsamen Dinge und zur Gewinnung der heilsamen. Er ist standhaft, von gestählter Kraft, nicht nachlässig in den heilsamen Dingen. Stichwort Willenskraft, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen, weil wäre ja eine der fünf Heilsfähigkeiten ist. Und Willenskraft bedeutet ja die Fähigkeit zu haben, Dinge anzupacken, Dinge zu verändern, sozusagen in die Gegebenheiten einzugreifen, sie so zu bearbeiten, wie wir das gerne hätten. Und ein Aspekt davon ist die Standhaftigkeit, ja, dass man diese Energie, die vorantreibt, auch nicht nach 5 Minuten verliert, sondern über einen längeren Zeitraum bewahren kann. Dass man dann, wenn es mal schwierig wird, nicht gleich aufgibt, sondern dass man eher Geduld aufbringt, dass man einfach dranbleibt, langen Atem hat, auch Durststrecken überwindet und vor allen Dingen Fernziele hat, die man entsprechend auch verfolgen kann. Und hier hieß es nochmal in unserem Text, da ist nicht nachlässig in heilsamen Dingen. Im Pali heißt es eher, er ist nicht nachlässig bei seinen Aufgaben und Pflichten. Und da haben wir wieder eine Korrespondenz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Denn die Pflichten, die man auf sich nimmt, die kann man umso leichter auch erledigen, wenn man die entsprechende Tatkraft hat. Ja, wenn man nur weiß, was man tun sollte, aber nicht vom Sessel hochkommt, nützt einem das ganze Pflichtbewusstsein nicht. Also auch da seht ihr ein bisschen, wie die Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Punkten aussehen. So, was ist der Schutzaspekt? Das ist auch nochmal kurz. Also zunächst, wer Tatkraft hat, zeigt damit, dass er den gegebenen Situationen nicht hilflos ausgeliefert ist. Man kann etwas tun, man ist nicht abhängig von den Dingen, sondern kann sie selbst mehr oder weniger gestalten. Und der eigentliche Schutz, wenn man das psychologisch mal sieht, ist der vor der dritten Hemmung. Das wird matte müde immer genannt. Ja? Also das sich treiben lassen im Gewohnten, sagt PD sehr schön. Ja, also das, ja, warum soll ich eigentlich das anders machen? Es ging doch bisher auch so. Es war doch alles in Ordnung. Und Tatkraft ist gerade eine Form von Energie, die uns raustreibt aus dem Gewöhnlichen, die uns sozusagen die Initiative ergreifen lässt, die Dinge anders zu machen, uns zu verändern, Charakterschwächen zu beseitigen und in der Praxis voranzukommen. Also man muss sich immer einen Ruck geben auch. Man muss irgendwo in die Puschen kommen, aus dem Alltagstrott raus, und dafür ist Tatkraft sehr gut. Standhaftigkeit, habe ich schon gesagt, bewahrt uns vor frühzeitiger Resignation. Ach, geht ja doch nicht, das ist viel zu schwierig, ich schaffe das nicht, andere ja, ich nicht. Und ein gutes Beispiel, das will ich hier auch sagen, ist die Entschlossenheit des Bodhisattva, also des Buddha, als er noch gar kein Buddha war, sondern erst kurz davor war, den letzten Durchbruch zu schaffen. Da hat er demonstriert, was Tatkraft ist. Er hat sich nämlich selbst gesagt, mag immerhin nur Haut und Sehnen und Knochen übrig bleiben und im Körper Fleisch und Blut mir vertrocknen,
bis sich das, was durch eines Mannes Mut, eines Mannes Energie, eines Mannes Entschlossenheit erreichbar ist, bis ich das erreicht habe, wird meine Energie Bestand haben. Und das hat sich gelohnt, wie wir wissen. Achtens, er ist zufrieden mit jeder Art Gewand, Almosenspeise, Lagerstatt und Arznei. Santuto, die Zufriedenheit. Hier sind freilich nur die vier Grundbedarfsgegenstände von Ordinierten genannt, also Kleidung, Essen, Wohnung, Arznei im Notfall. Aber das gilt generell für uns auf unsere Lebenssituation bezogen auch, dass man über das, was gegeben ist, hinaus keine großen Bedürfnisse mehr hat. Dass man akzeptiert, wie die Lage ist und nicht heute denkt, ach, hätte ich doch gern das noch und wenn ich das erst noch habe, dann geht es mir gut und da die ganzen Fantasiegebilde austoben lässt, was man eigentlich bräuchte, um im Leben zufrieden und glücklich zu sein. Und die Schutzfunktion dieser Eigenschaft ist offensichtlich, man ist zunehmend unabhängig von äußeren Gegebenheiten. Nicht? Man ist zufrieden, wenn die Sonne scheint und man ist zufrieden, wenn es regnet, ja, weil man seine innere Befindlichkeit von den inneren Dingen abhängig macht und nicht von dem äußeren. Und das schützt natürlich auch vor einer Riesenmenge von Mangelgefühl. Wenn man nicht zufrieden ist, dann fühlt man ja immer, das fehlt mir, das hätte ich gern noch zu meinem Glück. Wenn man zufrieden ist, kann eine Vielzahl von diesen Gefühlen gar nicht auftauchen. Und auch die Gefühlsschwankungen, denen wir so gerne unterliegen, sind da eigentlich beiseite geschoben. Und last not least hilft es auch im gesellschaftlichen Umfeld. Man braucht immer weniger zu meckern und zu maulen und zu nörgeln und sich zu beschweren, warum ist das nicht so, warum ist jenes nicht anders, sondern man hat immer weniger Reibungsflächen und Konfliktpunkte mit seiner Umgebung. Und das Bild, das uns der Buddha dazu gibt, und das ist sehr anschaulich, ja, aber so weit werden wir es nicht schaffen. Gleich wieder etwa ein beschwingter Vogel, wohin er auch fliegt, nur mit der Last seiner Federn fliegt. Ebenso auch ist der Mönch zufrieden mit dem Gewande, das er am Leibe trägt, mit der Almosenspeise, die sein Leben fristet, wohin er auch pilgert, nur mit dem Gewande und der Almosenschale versehen pilgert er. Ja, stellen wir uns doch mal einen Vogel vor. Ja, der hat alles bei sich. Wenn unser einer mal übers Wochenende wohin fährt, was das schon alleine Organisation ist, bis man alles zusammen hat, was man angeblich braucht. An so einem Beispiel kann man das immer sich deutlich machen. Neunter Punkt, und wir kommen langsam in die Zielgeraden. Er ist achtsam, ausgestattet mit höchster Achtsamkeit und Besonnenheit. Was selbst vor langer Zeit getan oder gesprochen wurde, dessen gedenkt er, dessen erinnert er sich. Ein Lieblingswort der Buddhisten ist hier angesprochen, Sati, die Achtsamkeit. Nicht? Heute fast schon die Pille für alles geworden. Aber hier ist in unserem Text nur die Grundfunktion von Sati genannt, nämlich sich zu erinnern. Sich erinnern können. Ja, Sati heißt im Kern Gedächtnis. Und hier wird gesagt, jemand hat Sati, wenn er sich erinnern kann an das, was vor langer Zeit jemand gemacht hat oder gesagt hat. Was hat das für einen Sinn? Ja, dann kann ich, wenn ich Sati ausgebildet habe, auf meine früheren Erfahrungen zurückgreifen. Ich weiß, um was es damals ging, welche Erfahrungen ich wann gemacht habe und welchen Nutzen ich davon habe. Und wenn man Sati auch als Besonnenheit im Moment versteht, dann schützt Sati auch vor blödsinnigen Handlungen. Wenn ich im Moment weiß, dass es Blödsinn, kann ich es lassen. Wenn ich es erst nachher weiß, das war Blödsinn, dann ist das auch schon gut, aber das ist ein bisschen zu spät. Sati hat, wenn man so will, die Aufgabe,
den Automatismus unserer Handlung, also der Selbstlauf dessen, was man denkt, redet und handelt, mal zu unterbrechen und das Richtige in den Vordergrund zu bringen. Und das ist eine der zentralen Funktionen auch von Achtsamkeit, dass sie die Weisheit in das Bewusstsein bringt. Wir alle sind weise, nur nicht im Moment, wo wir es brauchen, erst immer eine Stunde später. Und das macht Sati. Sati sagt mal, stopp, halt, ich habe was zu sagen. Dann präsentiert Sati, was sozusagen aus dem Weisheitstopf zur Verfügung steht, und dann hat man eine ganz andere Möglichkeit zu handeln. Und auch da gibt uns der Wachter an einer anderen Stelle ein Gleichnis. Da befindet sich in der königlichen Grenzfestung als Torwächter ein verständiger, erfahrener, kluger Mann, der alle Unbekannten zurückweist und nur die Bekannten einlässt. Das ist die Aufgabe von Sati, in unserem Geist, in unserem Bewusstsein Torwächter zu sein. Wer darf in unser Bewusstsein rein? Ja, das Heilsame, bitte willkommen. Und wer darf nicht rein? Das Unheilsame, bitte bleib draußen. Du hast hier nichts zu tun. Das funktioniert natürlich nicht, wenn diese Instanz nicht vorhanden ist. Letzter Punkt. Er ist weise. Ausgerüstet ist er mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, der edlen, durchdringenden, zur völligen Leidensvernichtung führenden. Dazu ist er sozusagen gerüstet, damit ist er ausgestattet. So, Weisheit war der letzte Punkt, Panyava heißt es hier. Und das ist in der ganzen Reihe so etwas wie der krönende Abschluss. Das ist der Schlussstein, der in der Kuppel gebraucht wird, um das Ganze tragfähig zu machen und abzurunden. Das ist letztlich die überragende Eigenschaft von allen, die hier genannt ist. Weisheit heißt, einen klaren Blick für die Realität zu haben, die Wirklichkeit unverzerrt und wirklichkeitsgemäß zu sehen. Was hier genannt ist, ist die höchste Form von Weisheit. So ein bisschen Weisheit haben wir alle, die fängt schon damit an, wenn man sich klar macht, dass das Karma-Gesetz in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. Das ist schon ein großes Stück Weisheit. Aber hier wird von einer Weisheit gesprochen, die das Entstehen und Vergehen begreift. Weil das die entscheidenden Eigenschaften aller Dinge, aller Phänomene sind. Ja, die Dinge kommen, bleiben ein bisschen und dann sind sie wieder verschwunden. Und der Erwachte sagt ja, nur wer das wirklich tief durchschaut und vollkommen bei allen Phänomenen durchschaut, der hat die Möglichkeit, Freiheit zu erlangen. Deshalb ist hier die Weisheit in ihrer höchsten Form vonnöten, die einfach sich mit der Unbeständigkeit der Dinge beschäftigt. Und diese Weisheit ist zugleich, wie uns der Text sagt, durchbohrend, weil sie die Dunkelheit des Unwissens durchbohrt und auch die Phänomene von Gier und Hass vernichtet. Damit ist der Schutzaspekt auch schon relativ klar. Wenn wir hier das höchste Instrument haben, das uns zur Verfügung stehen kann, hat es zugleich auch die höchste Wirksamkeit, denn sie schützt uns zuverlässig vor dem gesamten Samsara. Letztendlich vermauert Weisheit alle Tore zur Wiedergeburt. Und sie bewahrt uns auch vor den Ursachen für Dukkha, nämlich vor der Unwissenheit. Weisheit ist ja der Gegenspieler von Unwissenheit. Wenn Unwissenheit der Grund für Dukkha ist und Weisheit diese Unwissenheit aufhebt, ist damit auch Dukkha aufgehoben. Und Weisheit, letzter Aspekt, ist auch etwas, was uns vollkommen unabhängig von anderen macht. Wenn ich selbst weiß, wenn ich selbst sehe, brauche ich niemanden mehr, der mir das Ganze sagt. Zur Abrundung nur ein kleiner Hinweis darauf, dass auch Weisheit wieder in Beziehung zu allen anderen Phänomenen steht. Das ist wichtig, darauf hinzuweisen,
dass man nicht das Gefühl hat, diese 10 Eigenschaften sind wie so 10 unterschiedliche Früchte in einem Korb, die so nebeneinander liegen. Jedes hat so seinen eigenen Geschmack, jedes isst man gern. Aber im Grunde weiß man nicht, was das die Dinge so zusammenbringt. Und diese 10 sind mehr wie so ein Fruchtsalat, ja, wo alles in einer gewissen Beziehung und Abhängigkeit zueinander ist, im Gesamtpaket. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, das will ich in der Formulierung euch mal vortragen. Also das sind die Beziehungen der Weisheit zu den anderen 9 Aspekten. Weisheit sagt und begründet, warum es vernünftig ist, moralisch zu sein. Weisheit zeigt und konkretisiert sich inhaltlich in Wissen und Erfahrung. Weisheit basiert auf Freundschaft und fördert sie zugleich. Weisheit hat nur Zugang und Wachstumsmöglichkeiten, wenn jemand ansprechbar ist. Weisheit äußert sich im Pflichtbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft. Weisheit wird über das Gernhören der Lehre und der Wahrheit erweitert und vertieft. Weisheit erzeugt Willenskraft, weil sie attraktive Ziele kennt und bescheuert. Weisheit führt zu Zufriedenheit, weil sie den Unwert des materiell-weltlichen aufweist. Und Weisheit, last but not least, hat in Achtsamkeit eine unverzichtbare Stütze, die sie gegenwärtig macht. Das nur mal im Telegrammstil, um zu zeigen, wie dieses 10er-Paket zusammenpasst. Wir kennen das Ganze ja aus diesem immer wieder erwähnten Dreistritt von Sila, Samadhi, Panya, also von Ethik, Geistesschulung und Weisheit. Und hier wird am Anfang die erste genannt und am Ende die dritte. Und das mittlere wird im Grunde ausgelassen, sozusagen implizit ausgedrückt in dem Wort, ja, Weisheit ist von Tugend umspült und Tugend ist von Weisheit umspült. Und damit haben wir sozusagen ein rundes Ganzes. Und damit ist der Erwachter schon fast am Ende, denn jetzt wiederholt er im Grunde nochmal die Ermahnung, die er am Anfang schon uns nahegebracht hat. Möget ihr beschützt leben, nicht unbeschützt. Ohne Schutz lebt man elend. Also die erneute Aufforderung und womit wir uns schützen können, ist jetzt gesagt worden. Dies sind die 10 beschützenden Dinge. Nach dem letzten Wort kommt immer das allerletzte Wort. Zu den 10 will ich noch eine kleine Bemerkung machen, weil wir haben jetzt 10 beschützende Dinge kennengelernt. Wir sollten aber jetzt nicht denken, dass es nur diese 10 gibt. Der Buddha nennt ja manchmal Reihen, die fest sind. Also es gibt die 4 Wahrheiten und nicht 5 und nicht 3. Es gibt die 5 Daseinsfaktoren und nicht 7 oder 2, sondern 5. Und es gibt andere Reihen, die offen sind. Bei den Gefühlen zum Beispiel spricht er manchmal von 2, manchmal von 3, manchmal von 6 und auch mal von 108. Da hat man sozusagen eine ganze Bandbreite. Und so ähnlich ist es bei diesen 10 auch. Das 10er-Gespann ist jetzt eine Möglichkeit, eine Auswahl, eine Palette. Aber es ist nicht das ganze komplette Programm. Das Buddha Dhamma Sangha, ja auch Schutz verleiht, habe ich schon gesagt. Anderer wichtiger Aspekt zur Ergänzung ist ja auch Metta. Von Metta wird ja auch immer gesagt, dass sie uns beschützt, indirekt, indem die Devas sich um denjenigen kümmern, der Metta praktiziert, aber dass auch Metta selbst als Haltung eine große schutzverleihende Funktion hat. Und letzter Punkt, nur dass man es mal gehört hat, dass auch Scham und Scheu, wie der Buddha sagt, die Welt beschirmen. Das nur als Hinweis, dass man den Geist jetzt an dieser Stelle nicht eng macht, sondern auch da weit macht, dass man merkt und sich merkt, es gibt schutzverleihende Dinge, aber da kann man an vielen Ecken noch weitere dazu gewinnen. So, das waren die 10.